Shamatha Geistesruhe Meditation als Meditationsstunde in drei Sitzungen. Unsere Paramita-Vorgehensweise, also so wie wir oder ich eben gerne Shamatha anleite oder auch übe, ist eben so, dass man immer zuerst den Körper beruhigt, ihn ruhig hält, in die Meditationshaltung bringt und das erstmal eine Weile nur so lässt, bis eine gewisse, nennen wir es mal, Grundruhe oder erste Ruhe entsteht. Wenn diese dann nachlässt, und das wird jetzt hier in der zweiten Viertelstunde sein, dass wir dann eine weitere Anleitung hören, dann benötigen wir etwas mehr Methode, um direkt mit dem wandernden, träumenden, sich Geschichten erzählenden Geist, also mit den bewegten Gedanken zu üben, also um denen auch entgegenzuwirken, weil bei Shamatha geht es um nichts anderes als Ruhezustände zu kultivieren und sich in diesen aufzuhalten, so lange und so tief, wie es geht. Aber es geht nie sehr lange. Der Geist beginnt immer wieder neu zu wandern. Wenn eine gewisse äußere Ruhe oder schon etwas innere Ruhe entstanden ist, entstehen auch immer wieder neue innere Impulse, die man dann auch wieder und wieder zähmen müsste oder könnte. Beginnen wir. Wir hören immer zum Beginn und zum Ende einer Viertelstunde eine Klangschale. Um Geistesruhe-Meditation zu üben, ist es auch wichtig, sich am Anfang vorzunehmen, in dieser Sitzung Körper und Geist zur Ruhe zu bringen. Und alle irgendwie irritierenden Einflüsse, mögen sie auch da sein, nicht zu verfolgen. Wir haben wahrscheinlich einen recht ruhigen Platz zum Sitzen gefunden und uns die Zeit genommen, jetzt für diese Stunde nichts anderes zu tun zu haben, als einfach hier zu sein. Lassen wir auch alles Vergangene hinter uns und sagen uns, was heute schon war, das bleibt zurück. Was heute noch zu tun wäre oder zu erleben ist, das ist jetzt noch nicht da. Der Körper sitzt nun fest auf einem Meditationsplatz, sei er ein Kissen oder ein Stuhl. In der ersten Viertelstunde unserer Sitzung bringen wir erst einmal den Körper zur Ruhe. In dieser Haltung, geerdet nach unten. Dann aus dem Sitz heraus aufgerichtet, nach oben, den Körper wachsen lassen bis zum Scheitel des Kopfes. Wir richten uns so gut es uns möglich ist auf. Wenn unser Körper jung und vital ist oder überhaupt in der Lage ist, gerade zu sitzen, sitzen wir so, so gerade wie es geht. Wenn wir einen Bedarf haben, uns anzulehnen oder den Rücken etwas stützen zu lassen, wäre das auch völlig in Ordnung. Der Körper soll zur Ruhe kommen können und sich in dieser Ruhe auch nun eine Weile in dieser Position aufhalten können. Und vor allem auch sehr wichtig, sich in diese Haltung hinein entspannen können.
Schultern kommen wieder etwas herunter. Die Rückenmuskulatur entspannt sich. Und vor allem die Hände liegen an geeigneter Position völlig gelöst ab. Die Hände sind oft eine Art Seismograph für unsere Unruhe oder Ruhe. Die zeigen diese an. Legen wir sie ganz entspannt, vielleicht auf die Oberschenkel, oder halten Sie in der Meditationsmudra, der Handgeste, unterhalb des Nabels an der Bauchdecke wie eine kleine Schale. Bringen wir also den Körper in diese Position und halten sie nun, bis wir merken, sie, die Position wird ruhiger und ruhiger. Vielleicht ist da noch etwas Bewegungsdrang. Den bemerken wir und lassen ihn dann auch fallen, los. Beruhigen wir zuerst den Körper. Über die Atmung, mit Hilfe des Atems. Eine schöne Anleitung ist es, jeweils beim Einatmen die Aufrichtung und auch eine gewisse Kräftigung des so sitzenden Körpers zu betonen. Das würde man sich ein bisschen aufbauen. Blasen und beim Ausatmen jeweils alles angespannte, aber auch alle innere Bewegung, Unruhe ausatmen, entlassen. Atemzug für Atemzug.
Möglicherweise ist nun auch unser Innenleben, unsere Gedanken, unsere Fantasien ruhiger geworden durch das bloße Sitzen. Es kann aber auch sein, dass gerade weil wir nun still sitzen, allmählich wieder mehr Gedanken und Fantasien und Tagträume in uns auftreten. Das ist ganz natürlich. Etwas kommt zur Ruhe. Und etwas zeigt sich im Geist, was in uns ist. Bemerken wir das erst einmal, wie es ist. Nehmen also jetzt auch unsere Gemütsverfassung wahr und erkennen sie möglicherweise nicht nur als ruhig, sondern auch wieder als bewegt oder voller Eindrücke, voller Inhalte. Benennen wir das vielleicht kurz so, ohne uns in die Inhalte hineinzubegeben. Ah, da ist der bewegte Geist. All diese Gedanken sind einfach Ereignisse, Bewegungen. Bleiben wir noch in der Übung, den Körper ruhig zu halten und schauen diesen bewegten Geist, falls es so ist, träumenden Geist, vielleicht auch müde gewordenen Geisteszustand aus diesem ruhigen Sitzen heraus an. Nicht von den Geistesimpulsen mitgerissen zu werden, ist schon ein Unterschied gegenüber unserem gewöhnlichen Alltagsbewusstsein, zu sehen, dass da Gedanken sind, Tagträume, Fantasien, Überlegungen, Emotionen vielleicht, die auch aus Gedanken gestrickt sind. Dabei ruhig zu sitzen, zu verweilen, nichts zu tun damit, sondern in der Ruheposition zu bleiben.
Es war unsere erste von drei Sitzungsperioden in dieser Stunde. Wir können uns etwas lockern bei Bedarf. Möglicherweise würden wir sonst eine Shamatha-Sitzung ohne Unterbrechung üben, ohne diese kleinen Pausen. Und dann kommen wir auch an diesen Punkt, wo wir merken, jetzt sitzen wir still und es ist etwas ruhiger geworden, um uns herum sowieso, aber auch in uns. Und dann kommen wieder vermehrt, wir nennen es einfach Bewegungen im Geist auf, Gedankengänge und so weiter. Und da müssten wir als Meditierende uns entscheiden, etwas mehr Methode anzuwenden für die Shamatha-Praxis. Und die Methode ist immer dieselbe im Prinzip. Man benötigt ein Shamatha-Objekt, auf das man den Geist ausrichtet. Richtet den Geist darauf aus und hält den Geist damit still. Solange es währt, möglicherweise währt es nicht sehr lange, wieder und wieder, bis mehr und mehr Ruhe auftritt, dann verweilt man darin, bis sich wieder mehr Bewegung zeigt. Das lässt man vielleicht eine Weile laufen, dann wendet man die Methode wieder an. Zweite Sitzperiode. Finden wir zurück in die Position, die wir ja schon eingenommen hatten. Der Körper erinnert sich auch an die Ruhe, die schon gefunden war. Und wir waren vermutlich schon in unserer Meditation an dem Punkt oder in der Phase angekommen, wo wir bemerkt haben, es geschieht trotz der Ruhehaltung immer noch viel in uns, in Gedanken und so weiter. Und das darf auch sein, das ist ein natürlicher Ausdruck unserer Intelligenz oder unseres Innenlebens. Aber wir wollen Körper und Geist vor allem jetzt zur Ruhe bringen und mal schauen, wie es ist, wenn der Geist ruht. Es braucht also eine genauere Anwendung, eine Methode. Der Atem ist der Goldstandard für die Shamatha-Fokus-Ausrichtung. Aber es gäbe auch andere Möglichkeiten. Üben wir in der nächsten Viertelstunde etwa mit dem Atem. Wenn ihr mögt. Eine Möglichkeit wäre, den ganzen Atemzug als Shamatha-Fokus zu nutzen. Wir atmen ganz natürlich ein und aus. Vielleicht etwas ausgeglichener und ruhiger, als wir es sonst tun würden. Aber ohne Atemtechnik. Sodass wir uns des ganzen Atemzugs gewahr werden können. Und dann, nenn es gerne, fädeln wir unsere Aufmerksamkeit in die Atembewegung ein.
Das heißt, wir steigen ein mit der Aufmerksamkeit in den Atem und bleiben bei ihm. Den ganzen Einatemzug und während der ganzen Ausatmung. Geist und Atem verbinden sich völlig. Es braucht etwas Interesse daran, als wäre der Atem das Wichtigste, was gerade auf der Welt geschieht. Alles andere darf unwichtig werden. Einfach mit voller Aufmerksamkeit atmen. Der Ausdruck Konzentration wäre wohl etwas zu stark. Es ist eher ein mit dem Bewusstsein, also mit dem Atembewusstsein. Und wir können nichts falsch machen. Also Konzentration suggeriert immer, dass man sich entweder konzentriert oder nicht. Aber ganz falsch ist der Begriff auch nicht. Man sammelt die Aufmerksamkeit mit dem Atem und belässt sie dabei. Und wenn selbst dabei wieder mehr Gedanken auftreten, der Geist ist listig, er überlistet gerne unsere Bemühungen, den Geist zur Ruhe zu bringen, dann gilt es, das wiederum zu bemerken, zu erkennen und die Ausrichtung auf die Atmung wieder neu zu gewinnen, sich wieder neu auf die Atmung auszurichten. Wieder und wieder kommt der Geist zur Ruhe und ruht vielleicht sogar für einige Weile. So lassen wir es einfach zu, lassen wir es so. Hat er sich wieder bewegt, bringen wir ihn zurück.
Und wenn auch einfach mit dieser Methode der Geist immer noch dazu neigt, mehr und mehr oder wieder und wieder zu wandern, können wir diese atembezogene Shamatha-Methode noch etwas sozusagen steigern oder in Richtung Einsgerichtetheit intensivieren, zwanglos, also wir üben weiter sehr entspannt und natürlich. Eine Möglichkeit wäre, die kleinen Lücken zwischen dem Ein- und Aus- und Aus- und Einatmen zu bemerken. Wir atmen ein und da ist eine kleine Lücke vor der Ausatmung, ohne den Atem anzuhalten. Wir atmen aus und da ist wieder eine kleine Lücke, der Übergang zur Einatmung. Wenn wir diese Momente auch sehr bewusst bemerken, steht möglicherweise genau dann der wandernde Geist für einen Augenblick still. Einatmen, Lücke, ausatmen, Lücke im eigenen Rhythmus. Braucht nicht den Atem anzuhalten. Wenn der Geist gerne etwas länger ruht, dann nimmt man das dann in die Atembewegung mit. Also einatmen, Lücke und den Geist ruhig halten, während man schon wieder ausatmet und so weiter. Eine andere Methode mit dem Atem, die Aufmerksamkeit noch etwas intensiver still zu halten, wäre diese. Wir fokussieren unsere Aufmerksamkeit vorne an der Nase, Nasenspitze oder Nasenöffnungen und folgen nun der Atembewegung nicht mehr,
sondern halten die Aufmerksamkeit still, während der Atem kommt und geht. Als würden wir geistig auf die Nase vorne blicken, möglichst ohne zu schielen. Das ist jetzt eine ähnliche Ausrichtung der Aufmerksamkeit, wie wenn wir einen Faden durch ein Nadelöhr ziehen oder durch ein Schlüsselloch schauen oder vielleicht Pfeil und Bogen spannen und auf ein Ziel blicken. Also diese Einsgerichtetheit darf jetzt kultiviert werden. Atem kommt und geht weiterhin, aber der Geist blickt irgendwie nur noch geradeaus auf die Nasenspitze und hält sich selbst still und ruht darin, entspannt sich in diese Ausrichtung hinein. Manchmal mögen wir es als Menschen durch ein Fernrohr oder ein Fernglas zu schauen, auf ein entferntes Ziel, das sich vielleicht sogar bewegt oder stillsteht. Und das mag man vielleicht auch deshalb, weil dadurch auch der Geist so gebündelt wird und in die Weite schaut und dabei zur Ruhe kommt. Immer wieder dasselbe Prinzip, ist der Geist etwas zur Ruhe gekommen, lassen wir ihn so und lassen die Ruhe währen, solange sie da ist. Und vielleicht haben wir begonnen, diese Momente oder Zustände zu genießen. Die Erleichterung, die Loslösung, die Befreiung zu bemerken, wenn dies geschieht. Zweite kleine Pause zwischen der zweiten und dritten Sitzperiode. Um Shamatha zu üben, braucht man durchaus ein bisschen höhere Sichtweisen. Etwas Philosophie, wenn man so will. Nicht so viel wie für die Einsichtsmeditation, aber doch ein wenig. Und zwar wenigstens dies, wenn ich es sagen darf, dass ein Ruhezustand des Bewusstseins ein natürlicher Zustand ist. Er ist nicht einfach nur eine Pause oder ein geistiges
Vakuum, sondern da ist ein Zugang zur Natur des Bewusstseins gelegt, wenn der Geist zur Ruhe kommt. Er ist in seiner Essenz, in seinem wahren Wesen, ähnlich wie der Raum, der Himmel, wenn man so will, ruhig, klar, offen, weit, hell. Dann erscheinen alle Phänomene, Gedanken und so weiter in diesem Raum. Wenn wir also zur Ruhe kommen, begegnen wir auch einer inneren Realität. Sie ist wirklich da. Wir tun nicht einfach nur nichts, sondern wir begegnen, wir könnten begegnen, so etwas wie unserem wahren Wesen. Das ist ja was. Das wäre zumindest eine motivierende höhere Sichtweise, die uns vielleicht motiviert, Meditation in dieser Weise zu üben. Dritte Sitzung. Erinnern wir uns bitte möglichst an alles, was wir jetzt schon in einer knappen Dreiviertelstunde entfaltet hatten. Die Körperhaltung, unsere Beziehung zum Atem. Wir haben schon einige Momente oder Phasen der Ruhe erlebt. Sind auch wieder gegangen, diese Momente vorübergegangen. Wir haben noch einmal eine Viertelstunde Zeit, Körper und Geist zur Ruhe zu bringen. Abgesehen von atembezogenen Shamatha-Methoden zur Fokussierung der Aufmerksamkeit, gäbe es auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit offenen Augen zu sitzen und etwas anzuschauen. Es sollte eher ein kleines Objekt sein, das wir dann mit dem Blick fokussieren. Ich erwähne es jetzt einfach nur, schaut, ob ihr das jetzt anwenden mögt. Manchmal legt man einen kleinen Stein oder eine Kastanie vor sich. In Augenhöhe am besten, nicht, dass man tief hinunterblicken müsste. Da stellt eine kleine Buddha-Figur auf, die als Blickfang dient. Nicht groß, gerade mal so, dass die Augen darauf ruhen können. Buddha-Figur kann sinnvoll sein, weil da sitzt eben dann auch so ein Wesen in völliger Ruhe, in Menschengestalt. Es kann im Geist einen tiefen Eindruck hinterlassen. Oder es kann auch einfach irgendetwas sein, ein Stück von einem Gegenstand oder ein Blütenblatt oder eine kleine Blume. Es sollte mit einem Blick fassbar sein, sodass der Geist blickend darauf ruhen kann. Oder man stellt sich entsprechendes vor, wenn so ein Objekt nicht vorhanden ist oder nicht im Bereich des Augenblicks zu sehen ist, ein Punkt, der vor uns im Raum schwebt, oder eben auch eine kleine Buddha-Figur, die dort schwebt. Und dann richtet man den Geist auf das angeschaute oder vorgestellte Objekt. Und das ist dann die Methode. Alles andere darf wieder unwichtig werden. Wir hängen anderen Assoziationen möglichst nicht nach. Und wenn es doch geschehen ist, kehren wir zu diesem Fokus vor uns zurück. Fokusobjekt.
Als wir diesen Bildschirm oder einen Bildschirm vor uns haben, sei es jetzt live oder auch in dem Video, das ist vermutlich kein guter Fokusgegenstand. Da schauen wir besser nicht hin, sondern das Objekt, das wir anblicken, müsste schon die Qualität repräsentieren oder zum Ausdruck bringen, die wir selber suchen, zu entfalten. Einfach nur ein kleines Objekt, das als Blickfang dienen kann. Und darauf lassen wir den Geist ruhen. Der Atem ist natürlich auch noch da und bewegt sich ganz natürlich. Wir könnten auch jederzeit wieder zu ihm zurückwechseln als Shamatha-Fokusobjekt und dann bei Bedarf wieder unser geistiges Objekt fokussieren. Es ist ein ständiges Training, weil wir suchen nach der Erfahrung des zur Ruhe gekommenen Geistes und versuchen geschickt umzugehen mit Gedanken, Bewegungen, Fantasien, Tagträumen, die wieder und wieder auftreten. Es ist ein bisschen wie ein Balanceakt, den wir hier üben, eine Balancierungspraxis. Wir suchen einen Ausgleich zwischen Ruhe und Bewegung. Die Ruhe ist möglich und sie wäre sogar ein zutiefst natürlicher Geisteszustand. Sie wäre eine tiefe Wesenserfahrung, wenn sie auftritt.
den natürlichen Zustand des Geistes anzuschauen und zu erfahren, das wäre schon Einsichtsmeditation. Aber tiefe Shamatha-Ruhe ist die Voraussetzung dafür. Und mit dieser Sichtweise kann hier auch schon so etwas wie die Einsicht in den natürlichen Zustand dämmern. Also etwas in uns darf verstehen, dass die Ruhe, die auftritt, etwas Bedeutungsvolles ist. Ohne das jetzt wieder zu übertreiben und daraus eine große Sache zu machen. Es ist einfach der natürliche Zustand, dass der Geist, der sonst so voll und bewegt und aktiv ist, seine eigene innewohnende Ruhe erfährt. Vielleicht kommt uns bei dieser Praxis auch einmal das Wörtchen Frieden in den Sinn. Wird dieser natürliche Zustand des Bewusstseins berührt oder erfahren, dann zeigt sich innerer Frieden. Alle inneren Kämpfe, Unruhezustände, alles Begehren, alles Nicht-Haben wollen, vielleicht auch Nicht-Wahrhaben wollen, kommt zur Ruhe, ist zur Ruhe gekommen. Vielleicht ist ein tiefer Wunsch nach Frieden in uns und die buddhistischen Meister sagen uns eigentlich, er ist nur hier oder genau hier zu finden, vielleicht nirgendwo sonst. Und wenn unser Leben ein Kampf ist oder wir Kämpfe im Leben beobachten, dann ist eben dieser Sinn für den Frieden des Geistes nicht da, abhanden gekommen. Vielleicht sollte noch erwähnt werden, jetzt nicht mehr als praktischer Hinweis, das hätte mehr in die Mitte der Sitzung gepasst, dass es natürlich Hindernisse bei der Shamatha-Praxis auch geben kann, die wir mit Gegenmitteln ausgleichen könnten. Ich will es kurz erwähnen.
vielleicht für die individuelle Übung ein anderes Mal, wenn der Shamatha Meditierende sie oder er bemerkt, dass der Geist sehr träge und müde ist oder sogar durch die Meditation in eine Art dumpfen Zustand hineingeraten ist, dann könnten wir zum Beispiel die Augen weit öffnen, für einen Moment klar nach vorne blicken in den Raum und dann die Pupillen nach oben drehen, also den Blick heben, ohne den Kopf in den Nacken zu kippen und dadurch die Müdigkeit, Trägheit vertreiben. Also so lange nach oben blicken, nur ein paar Sekunden, bis es heller in uns wird, munterer. Und bei sozusagen ganz starker Unruhe, wenn all diese hier und heute angewendeten Methoden nicht wirklich greifen, das Gegenstück, Augen auf, weit nach vorne blicken, dann den Blick senken, gegen den Boden schauen, bis sich der wilde Geist etwas oder vielleicht sogar sehr beruhigt, aber auch nicht zu lange. Nur ein paar Sekunden, vielleicht eine halbe Minute, dann den Blick wieder heben. Das nennt sich das Heben und Senken des Blicks als Gegenmittel bei Unruhe, pardon, zuerst bei Trägheit und bei Unruhe. Wir kommen zum Ende unserer Meditationsstunde. Schauen wir bitte noch einmal auf die kostbaren Momente der Erfahrung zurück, die wir vielleicht hatten, und würdigen und wertschätzen sie und wünschen uns, wieder und wieder in diese Shamatha-Geistesruhepraxis zurückkehren zu können. Wir haben nun einen Schlüssel in der Hand, wie wir unseren bewegten, unruhigen Geist zähmen und zur Ruhe bringen können.